dem Tabellenführer in einem ausgeglichenen Spiel auswärts einen Punkt abzunehmen, das klingt doch erstmal nicht schlecht. Doch Cheftrainer Carsten Neitzel differenziert in der Bewertung der Leistung seiner Elf. Schließlich war, wie bereits in der Vorwoche gegen die U23 von Borussia Dortmund, auch gegen die Viktoria durchaus mehr drin. Natürlich wollten wir beide Spiele gewinnen gegen zwei sehr, sehr spielstarke Gegner. Und dann muss man unterteilen, das Spiel gegen den Ball, was wir in beiden Begegnungen sehr, 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 sehr gut gemacht haben. Was die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht hat, dann auch wirklich gar nicht so viel zugelassen gegen zwei Mannschaften, die in der Offensive eindeutig ihre Stärken haben. Das haben die Jungs gut gemacht. In beiden Spielen war der Lucky Punch möglich, der ist uns nicht gelungen. Und in beiden Spielen haben wir auch, gerade im Auswärtsspiel in Köln, haben wir auch bei eigenem Ballbesitz ein paar fußballerische Elemente wieder auf den Platz bekommen, die dann schon wieder besser aussahen als in den letzten Wochen. Und trotzdem ist es dann so, dass wir 20 Meter vor dem gegnerischen Tor dann uns zu oft wieder für die falsche Lösung entschieden haben. Und das ist einfach schade, weil der Aufwand war extrem groß, den die Mannschaft betrieben hat. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, da müssen wir uns weiter verbessern. Nach zwei Partien gegen Mannschaften, die durchaus zu den Top-Teams der Liga zu zählen sind, folgt nun ein Duell mit der SG Wattenscheid 09, einem Team im Abstiegskampf. Für den Fußballlehrer Neitzel allerdings kein Grund, sich vorab weniger akribisch dem Gegner zu widmen. Also das beeinflusst die Vorbereitung auf das Spiel in keinster Weise. Weil die Liga zeigt Woche für Woche, was möglich ist. Es kann wirklich fast jede Mannschaft schlagen, aber es kann auch jede Mannschaft dann logischerweise gegen jede sich richtig schwer tun und vom Ergebnis her dann auch mal enttäuschen. Deswegen ist es unabhängig, ob wir jetzt gegen Tabellen 14., 15. oder wie jetzt am letzten Wochenende gegen den Tabellen 1. spielen. Die Vorbereitung sollte total seriös sein, ist sie immer gewesen bei uns. Und mit so einer vernünftigen und seriösen Vorbereitung legt man dann halt den Grundstein auch dafür, dass man die Gegner am Wochenende dann auch bezwingen kann. Und das jetzt gerade fürs Heimspiel gegen Wattenscheid, was die nächste Aufgabe ist, der Mittelpunkt in der anstehenden Trainingswoche. Und ich bin da jetzt gar nicht mal so unglücklich drüber, dass wir da zwei Tage länger Zeit haben.